Ja, servus und hallo again, hier ist der Marti und heute zocken wir das erste Mal den Football Manager 23. Das ist immer ein glorreicher Moment des Jahres. Meistens immer so um dieses Datum und ich möchte jetzt in dieser ersten Folge, soll so eine kleine Serie werden, einfach mal einen Überblick über das Spiel generell zeigen. Ich bin also jetzt reingegangen, habe ein neues Safe erstellt, den FC Augsburg übernommen, habe meine fünf Länder genommen, die ich immer habe, also Deutschland, Italien, England, Frankreich und Spanien und bin jetzt hier eben neuer Trainer in Augsburg. Und in dem ersten Teil geht es jetzt einzig und allein darum, sich die einzelnen Menüpunkte mal genauer anzusehen und mir schwebt zuvor dann im nächsten Teil auch die Originaldaten, also wie man da ein paar Sachen verändern kann, um mehr Spielspaß zu haben. Wir sehen hier aber, das ist jetzt also out of the box, wie man so schön nennt, nichts reingespielt oder nichts installiert bisher. Ich habe den FCA übernommen und dann geht es rein in das Spiel und wir sind als erstes hier mal auf der, gehen wir mal auf die Startseite, von oben nach unten. In der Startseite sehen wir eben den Überblick unserer nächsten Spiele, die News, ich meine, das kann jeder selber lesen, der Spielplan, die Tabelle, da hat sich jetzt nichts geändert. Die Spielvorbereitung, die ist jetzt neu hier, die hat man so in der Form noch nicht. Man kann sich das hier jetzt natürlich auch alles so zurecht bauen, wie man es haben will. Die medizinische Abteilung, die werde ich hier auch nicht länger brauchen. Die Trainingsleistungen, wer am besten trainiert hat, in dem Fall der Raphael Framberger, und wer am wenigsten bzw. am schlechtesten trainiert hat, der Thomas Kubek ist das in dem Fall, wobei auch der zweite Torwart Gikiewicz nicht wirklich gut trainiert hat. Wir können hier dann auf mein Profil gehen. Ich bin also 50 Jahre alt, das bin ich wirklich. Ich bin in Landsberg im Lech geboren. Oh, habe 17 Länderspiele gemacht. Ja, man kann am Anfang, wenn man ein Safe erstellt, kann man sich eben quasi selber eine Historie angeben oder erstellen lassen, wie man selber mal, was man selber für ein Fußballer war, ob man jetzt nur in den kleineren Ligen gespielt hat oder in der Bundesliga eben, was auch immer. Ansehen pro Lizenz habe ich. Gut, das ist alles hier relativ. Karrierestatistiken, die waren anders angeordnet. Karriere beenden, in Urlaub gehen, das machen wir natürlich nicht. Mein Vertrag, Vertragsdetails, ich habe einen Vollzeitvertrag, verdiene so 1,18 Millionen im Jahr, der läuft bis 2025. Vertragsangebot liegt mir keines vor. Versprechen habe ich auch keine ausstehenden. Beziehungen, würde man hier sehen. Meine Karriere, die Übersicht, also ich habe jetzt ein Team eben. Karriereverlauf, My Manager Timeline, die ist neu, das heißt, wir sehen jetzt halt hier, dass wir 2022 eben am 4. Juli den FCA übernehmen. Ich bin der Mau Katzenschatz, so heißt mein Kater. Also Mau heißt er nur, egal. Die Karriere selber, gibt es auch wenig zu sagen. Und da ist Notizbuch, wo man sich halt Notizen machen kann zu den einzelnen Punkten oder was man sich merken möchte, habe ich ehrlich gesagt kaum bis gar nicht genutzt. Der zweite Punkt hier ist der Posteingang. Wir sehen hier also die neuesten Nachrichten, eben dass ich jetzt Trainer in Augsburg bin, spiele im letzten Vertragsjahr. Da kann man jetzt mal entscheiden, was man jetzt schon machen möchte. Also es gibt ja auch eine Empfehlung, eben bei André Hahn zum Beispiel, bringt die Fähigkeiten mit, um Teil unseres Kaders zu sein, Vertrag anbieten, Niederlechner Vertrag anbieten, Baumgartlinger warten, Caligiuri warten, Strobel, Schlüsselspielervertrag anbieten, Meier später entscheiden. Gut, einige hier, das sind allerdings Spieler aus dem zweiten, aus der zweiten Mannschaft, sind nicht gut genug. Das machen wir jetzt mal so. Die taktische Ausrichtung, ja. Das ist jetzt ein Punkt, den wir später machen werden, beziehungsweise heute nicht machen werden. Denn das ist sehr aufwendig. Da komme ich dann, das ist auch noch eigentlich ein eigener Teil. Dann der Fan-Typ-Update. Also das ist auch neu. Wir sehen hier, das ist noch gar nicht ins Deutsche übersetzt. Also, wir haben von unseren Supportern, also von unseren Fans, sind 8% Ultras. Die sind hier in diesem Block drin. Wir haben 29% Basisfans. Wir haben 28% Familie, 11% Erfolgsfans, 2% Geschäftsleute und 22% Gelegenheitsfans. Supporters, Influence on the Board, also quasi der Einfluss der Fans auf das Board des FC Augsburg, ist recht wenig, also low.
Wir haben 832.000 Followers über Twitter oder über den Social Media Kanälen. 16.000 Season Ticket, also Jahreskarten, und haben 24.000 auf der Warteliste. Die Fans haben folgende Ziele an uns oder Vorstellungen an die Arbeit: Klassenerhalt, Wichtigkeit sehr hoch, ist ganz klar. Intensives Pressing spielen, sehr hoch. Offensiven Fußball spielen, Mittel. Nachwuchs fördern, Mittel. Und Oberhand gegen unseren Rivalen 1860 behalten, im Falle eines Aufeinandertreffens. Gut, eher unwahrscheinlich. Das lassen wir alles so stehen, können wir eh nicht ändern. Ist neu, dieser Punkt, also hat es vorher nicht gegeben. Dann das Meeting über die Vereinsziele und Erwartungen. Auch das gab es die letzten Jahre schon. Spieler unter 23 verpflichten. Ist jetzt hoch, das war die letzten Jahre eher immer, ich meine, nicht ganz so wichtig. Also war schon als Ziel vorgegeben, aber nicht ganz so wichtig. Spieler von nationaler Konkurrenz verpflichten. Ja, ist noch nicht alles übersetzt. Das ist interessant. Ja, also, Gehaltsbudget einhalten. Ein Jahresvertrag maximal für Spieler über 34. 2 Jahre für Spieler über 32 und maximal 3 Jahresverträge für Spieler über 30. Mindestens 3 Jahresverträge ja, für Spieler aus der ersten Mannschaft. Der 5-Jahresplan. Aktuelle Saison im Mittelfeld der Bundesliga abschließen und konkurrenzfähig im DFB-Pokal sein. Ja, die stellen sich das gut vor. Gut, Quatsch, das muss ich natürlich akzeptieren, beziehungsweise kann es auch verhandeln, aber akzeptiere ich eigentlich immer. Die Saisonvorbereitung. Die Spieler kehren heute planmäßig zur Vorbereitung auf die neue Saison zurück. Nun wäre ein guter Zeitpunkt für sie, um ihre Pläne für diese Spieler zu überprüfen. Die erste Mannschaft wird ein Trainingslager zur Saisonvorbereitung in St. Gallen, Schweiz, abhalten. Das beginnt am 6. Juli, dauert bis 15. Juli, also in 2 Tagen ist das. Während der Vorbereitung verbessert ein Trainingsplan, der die Müdigkeit stark erhöht, die Fitness der Spieler. Hierdurch ermüden sie während der Saison selbst langsamer und die Wahrscheinlichkeit, Erschöpfungssymptome zu zeigen, wird verringert. Also, Vorbereitung 4 Wochen. Erster Trainingsplan, Vorbereitung, Technik. Was Technik? Ein harter Vorbereitungsplan. Normal. Ein Standardvorbereitungsplan. Ja, versuchen wir es mal so. Ist neu, gab es auch noch nicht. Wir haben also schon am 5. ein Spiel, das ist morgen dann. Das werden wir uns natürlich auch genau ansehen. Bis dahin sollte man natürlich aber auch die Taktik einstellen. Die Verletzungsübersicht: Saren, Rennbacé, Kreuzbandriss fällt noch 5 bis 6 Monate aus und Vargas fällt 7 Wochen bis 3 Monate aus. Kaderauswahl. Genau, da gibt es diesen neuen Punkt, den Squad-Planer. Ich weiß gar nicht, ob der da noch kommt. Können wir hier mal schauen. Squad-Planer, das ist neu. Und zwar zeigt uns jetzt im aktuellen Jahr die aktuelle Aufstellung an. Keine Scouting-Fokus, nicht auf Full Squad. Das ist jetzt natürlich von der Taktik her das 4-3-3. Das werden wir noch schauen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Und wir würden hier dann sehen, aktuelle Saison, unseren Kader, nächste Saison, die Saison danach. Das schauen wir uns auch alles nochmal separat an. Denn, wie gesagt, das Ding ist neu. Ah ja, da ist er eh drin, genau. Kaderplaner. Also, das Transferfenster ist offen. Wir haben jetzt hier noch, das sehen wir jetzt hier nicht, sehen wir dann bei den Finanzen. Also hier die Transfers aktuell natürlich. Lewandowski und Haaland haben gewechselt. Einigung auf neuen Vertrag mit Hahn im Moment nicht möglich. Jetzt probieren wir das gleich mal, dass wir ihm einen Vertrag anbieten. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit diesen Verträgen immer, macht das eigentlich immer so, fast immer, wie die das wollen, wenn ich das Geld habe. Gut. 1,95 bieten wir immer mal an. Oh.
1,97, also gut, hätte man schon ein bisschen gedrückt. Vertrag bis zum Zweijahresvertrag. 31 Jahre ist er, das heißt, das würde passen, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Okay. So, das waren dann die News. Die Mannschaft selber, das heißt, Posteingang müssen wir noch schauen. Hier gibt es einen Social Feed, auch der ist die letzten Jahre schon da gewesen, habe ich eigentlich nie großartig beachtet, wenn ich ehrlich bin. Die Nachrichten zur Liga, also Maaßen verlässt den FC Augsburg, klar, weil ich ja auch da bin. Und hier gibt es die Saisonvorschauen. Naja, liegen im Fokus hier Premier Division, Spaniens First Division. Diese Namen, das werden wir noch versuchen zu ändern. Auch die Wappen in England sind nicht original, weil eben die Lizenzen nicht für alle Ligen da sind. Rund um die Welt, Transfer-News auch da. Ich mir ja auch nie so groß angesehen, das gab es auch schon immer. Die Mannschaft, hier sehen wir es, die Übersicht. Die Registrierung können wir mal machen. Die Autoauswahl bestätigen, ja. Ja, nochmal schauen, also gibt es da was Neues? Schauen wir mal beim Kubek nach. 29 Jahre, 11, 11 Länderspiele, okay. Ja, spielt er zurzeit wieder. Da ist jetzt für mich nichts Neues dabei. Sperren, Karrierestatistik. Gut, die einzelnen, ja, die einzelnen Werte. Der Karriereüberblick. Attribute. Torwart, einfach Spieler. Da ist jetzt, würde ich jetzt sagen, nichts Neues. Wie ist er zufrieden? Infos. Auf Trainerlehrgang schicken, Spitznamen geben, folgen. Vertrag, das lassen wir auch alles so stehen. Transferstatus, Entwicklung, Training, Taktiken, Fortschritt. Da sieht man dann so eine Statistik drüber, aber das kommt alles noch. Berichte, Assistenztrainerbericht. Also wäre jetzt. Oh, der Kater ist da. Jo. Ja, weiß ich den. Kater schlecht rum. Also er ist jetzt hier unser. Ja, 2,5 Sterne hat er eigentlich nicht schlechter als der Giekiewicz. Spielerleistung, da wird man dann eben sehen, was er gespielt hat. Statistikform, Analyse, medizinischer Bericht. Squad Planner, Gesprächsführer, Vergleich, Chronik, die finde ich mir interessant. Wir sehen also hier den Überblick. Ist jetzt seine vierte Saison in Augsburg. Erstes Jahr 24 Spiele, die letzten beiden Jahre hat er gar nicht gespielt. Aktuell spielt er ja gerade wieder. Meilensteine, hier sehen wir also alles, was er bisher geschafft hat. 2011, erstes Spiel im Profidebüt oder im Vereinsfußball. Tschechiens zweite Division abgeschlossen als Aufsteiger. Karriere, Verletzungen, Notizen. Also da haben wir auch keine Notizen. Okay. Kaderplaner, das war der, wo wir vorher schon hatten. Mannschaftsgefüge. Hier sehen wir eben den Überblick Teambuilding, Vereinsatmosphäre und Unterstützung für den Trainer. Die wichtigsten Einflussnehmer im Moment Hahn und Guvelay. Das war auch alles so schon da. Gut, der Mannschaft vorstellen sollten wir auch noch machen. Machen wir jetzt aber nicht. Die Hierarchie, hier sehen wir es nochmal. Ich als der Trainer, dann eben Hahn, Guvelay und Caligiuri. Baumgartlinger, da haben wir gar kein Bild von ihm da. Naja, das kommt alles noch. Die sozialen Gruppen, das habe ich eigentlich nie verstanden, ganz ehrlich, was das jetzt soll. Also mir ist klar, was es hier bedeutet. Allerdings, welchen Einfluss das hat, habe ich noch nie was festgestellt. Die Zufriedenheit habe ich auch nie großartig beachtet. Ich habe da aber schon YouTube-Videos gesehen, wo andere sehr viel danach gesehen haben oder darauf geschaut haben. Strafenkatalog haben wir noch nicht. Mannschaftssitzung sollte man jetzt vielleicht mal schon machen. Also ich stelle mich als neuer Trainer vor. Ich will keine Versprechen abgeben, aber wir sollten über unsere sportlichen Erwartungen für die anstehende Saison reden.
Also, UEFA Conference. Ja, ich möchte, dass wir nicht an den Abstiegskampf denken. Wir sind stark genug, um da nicht reingezogen zu werden. Okay, die wollten also anscheinend alle mehr. Mittelfeldplatz. Okay, jetzt sind sie im Mittelfeldplatz. Alter Schwede. Also, der Mittelfeldplatz ist super. Also sind alle super zufrieden. Zusammenfassung passt. Also hier ist alles der gleiche Quark. Mannschaftssitzung, Hammer, Feedback, Mannschaftsansprachen, die Taktik, da kommen wir noch drauf. Das Datencenter, da kommen wir auch drauf. Da sind sehr viele Sachen rauszulesen, inwieweit man die braucht. Nach drei Ligaspielen, also das dauert noch. Auch Team, Mannschaftsleistung, das haben wir hier natürlich alles noch nicht. Mitarbeiter, auch da kommen wir nochmal in einer separaten Folge drauf. Man kann hier also diverse Sachen delegieren. Und das finde ich ganz wichtig, weil es ist schon sehr verwirrend oder beziehungsweise es ist schon unheimlich viel zu tun. Also wenn man wirklich jeden Schritt macht, sogar von der Jugendmannschaft sich die Spiele ansieht und so, also gerade in England spielen die Jugendmannschaften und auch die zweiten Mannschaften sogar in einer Liga mit. Das ist in Deutschland bisher nicht der Fall gewesen. Ist schon, also, es ist nicht mal so nebenbei zum Zocken. Ich meine, ich zocke das Ding jetzt schon Jahre, Jahrzehnte fast schon. Trotzdem, da ist wirklich viel zu tun. Das schauen wir uns alles noch genauer an. Training war so ein Punkt, der mich nie interessiert hat. Ich habe in keinem meiner Spiele mich selber ums Training gekümmert oder beziehungsweise wenn dann nur minimal mal ein bisschen rumgeklickt. Werden wir dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen anders machen. Die medizinische Abteilung, da sehen wir also jetzt die Risikobewertung, dass wir Verletzungsanfälligkeit, hier sehen wir zum Beispiel bei Arne Meyer sehr hoch und auch Kubek sehr hoch, warum der eigentlich sehr hoch ist, okay. Jüngst von Verletzungen genesen, der Strobel, wiederkehrender Bänderriss am Knöchel, eben von Langzeitverletzung zurückgekehrt, ja. Die Risikobewertung gering, 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 gering. Aktuelle Verletzung, das kennen wir schon. Fällt also noch 7 Wochen bis 3 Monate aus. Der Ruben Vargas und der Sarin Rhenbadzi fällt noch 5 bis 6 Monate aus. Verletzungshistorie, da haben wir jetzt nur diese zwei drin, klar. Längste Ausfallzeit in den letzten 12 Monaten, also der Strobel ist 287 Tage ausgefallen. Saisonzusammenfassung, ja. Da. Ist glaube ich jetzt auch neu. Das gab es eigentlich, glaube ich, nicht. Weil wenn er verletzt ist, ist er halt verletzt, sage ich jetzt mal. Hier die Übersicht unserer Spiele, also unser ganzer Spielplan, Kalender, die Ereignisse, Erinnerungen. Ich auch nicht genutzt. Wettbewerbe, hier nochmal der Überblick. Das Scouting, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch da werden wir uns nochmal halt separat uns das Ganze ansehen. Man kann also hier sehr viel machen. Kann hier sehr viele Einstellungen vornehmen, kann das aber auch alles delegieren. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Ich selber habe den Scouting-Bereich eigentlich, ja, ich habe die Scouts halt losgeschickt und habe mir dann anhand derer Berichte, habe ich dann Spieler verpflichtet. Allerdings bin ich jetzt nicht so extrem ins Detail gegangen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu. Die Transfers. Hier haben wir einen Vorschlag vom Scouting-Zentrum. Wir hätten 1 Million noch Transferbudget. Und 1,13 Millionen Gehaltsbudget. Da werden wir nicht mehr großartig aktiv werden. Wir haben eine Weiterverkaufsklausel von Philipp Max, der in, spielen der jetzt in Belgien, Holland, irgendwie PSV, also Eindhoven. Okay. Dann kann der Sportdirektor hier Transferziele geben. Du kannst ihm eine Streichliste geben von Spielern, die du loswerden willst. Eine Talentliste. Er kann dir Transferziele vorschlagen, wobei er schlägt dir dann Spieler vor, wo du mit deinem Budget gar nicht verpflichten kannst. Also zumindest war es immer so. Hier die Transferchronik. Der FCA ist also ein bisschen anders jetzt dargestellt. Okay. Hat also zu dieser Saison jetzt Arne Meyer verpflichtet von Hertha. Demirovic von SC Freiburg. Maximilian Bauer von Fürth. Julian Baumgartlinger von Leverkusen. Elvis Rexbeçay von Wolfsburg und Mertin Berisha von Fenerbahçe.
Das sind 7,5 Millionen, die man ausgegeben hat. Dafür hat man 1,3 Millionen eingenommen für die Abgänge von Gregoritsch zu Freiburg, Stanic zu Farazdin, wobei das ein Leihvertrag ist. Salifu, Chivea, das sind alles Jugendspieler. Finn Bogason ist zu Lyngby gegangen, ja, der Kultspieler. Bejinovic, 1,3 Millionen zu Wolfsburg. Pepi, gut, der ist verliehen. Verstehe bis heute nicht diesen Transfer. Malone hat man auch abgegeben, galt als Riesentalent. Verstehe ich auch nicht. Felix Götze ist weg. Henry Kodosu und Lasse Günther zu Regensburg. Die Vereinsinfo, hier die Trikots mit Sponsor drauf. 1907 gegründet, Bundesliga professionell. Kapitän ist Kovalei. Vizekapitän ist Caligiuri. Erzrivale ist 1860. Die anderen Rivalen sind der FC Bayern und Nürnberg. Legenden sind Ulrich Biesinger und der Helmut Haller. Augsburger Fans oder beziehungsweise ja, kennen das. Brauche jetzt nichts dazu sagen. Ikonen sind Hansi Jörg, Georg Baichle, Michael Turk, Daniel Bayer, bis vor zwei, drei Jahren ja noch Spieler gewesen. Fink, Tobias Werner, Klaus Brandmeier, Armin Fee und der Karl-Heinz Riedle und favorisiertes Personal. Das sind also die Trainer und Spieler, wo hier mal erfolgreich waren. Sascha Möller, sehr genau. So, allgemein. Hier sehen wir also, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. 21, 22 sind wir also 14. geworden. Die letzten Jahre waren ordentlich. Ja, ordentlich war immer, also kämpft immer gegen den Abstieg. Bester Platz war mal der 5. im Jahr 2014, 2015. Medientipp 17. Also wir werden eigentlich als Absteiger eingestuft. Schlüsselspieler Baumgartlinger, ist auch Baumgartlinger, der spielt kaum. Das ist ein Käse. Das ist mich sicherlich kein Schlüsselspieler. Transferpolitik, keine Finanzen. Sicher, ja, da ist jetzt nichts Neues dabei. Nachrichten haben wir eben nur auch die, dass Maaßen den FC Augsburg verletzt. Das Transferfenster ist offen, die Einrichtungen sehen. Miete, Kapazität 30.660, das stimmt sogar, Baujahr 2009, ja, schon wieder so lange her. Hybridrasen, okay, also das ist alles okay. Partnervereine haben wir, Augsburg 2 natürlich. Der erste FC Sonthofen. Der FC Gundelfingen, der FC Kempten, ah, okay. Interessant. Kleiner Insider. Vorgeschlagene Partnervereine haben wir keine. Und die Chronik, hier sehen wir nochmal dreimal Regionalliga Südwest gewonnen. Einmal Verbandspokal Bayern und fünfmal die Bayernliga. Wettbewerbe. Wir können mal auf die nationalen Ligen schauen. Hier sehen wir also Regionalliga Bayern. 21, 22, stimmt aber nicht so ganz. Das gehört da nicht rein. Naja, egal. Ist ja noch nicht final. Meilensteine haben wir jetzt auch noch keine. Trainer Maaßen zurückgetreten. 3 Tage im Amt. Rekorde. Das ist immer was, was mir gut gefällt. Was mich hier immer geärgert hat, war, dass man hier keine All-Time-History hat. Also quasi, man sieht hier zum Beispiel die meisten Tore. Eine Spieler sind in der Saison, das war Michael Turk 2009, 2010, die meisten Ligaspiele, der mit Daniel Bayer mit 324. Früher sah man hier noch die meisten Spiele. Das gibt es aber nicht mehr. Doch, meisten Ligaspiele gibt es schon noch, ja, aber das ist alles erst seit quasi, ist mir zu wenig umfangreich, muss ich, also finde ich. Hier nochmal auf die Spieler schauen. Letztes Torspieler des Jahres, unfairster Spieler. Bester Notenschmied, meisten Vorlagen, meisten Tore. Ja, da hat sich nichts geändert. Transfers, okay, das ist auch alles gleich geblieben. Beste Elf, da sehen wir dann im Laufe der Zeit, welche die beste Elf ist. Hier die Spieler, also das ist ab jetzt eben. Das ist im Moment der Kader, wie wir ihn im Moment haben. Die Vereinsziele, die hat man vorher schon mal besprochen. Da gibt es auch eine Bewertung dann. Man kann beim Vorstand diverse Sachen anfragen. Wenn man meinetwegen Stadion ausbauen möchte oder mehr Geld für Transfers haben will. Die Leistung ist die Vorstandsmeinung zu meiner Leistung. Das Supporter-Feedback ist neu, also das der Fans. Die Spiele sehen wir hier. Testspiel. Transfers.
Taktiken, Board-Feedback. Okay, das war jetzt, glaube ich, auch neu. Zumindest ist mir das nie aufgefallen, wenn es das schon gab. Hier die Mannschaft. Hier sehen wir also nochmal, ah, das ist auch neu, genau, ein Feedback von den Fans zu den einzelnen Spielern. Das heißt, die haben im Moment zu keinem eine abschließende Meinung. Im Moment gerade. Nicht oft genug gespielt, da bin ich gespannt. Also das ist neu. Der Vorstand, hier sehen wir es, Markus Krapf, Präsident, und Michael Ströll, der Geschäftsführer. Vorstandsanfragen. Auch nichts. Unterstützer, das ist eben wieder das mit den Fans. Okay, inwieweit sich das auswirkt, werden wir sehen. Finanzen, die Zusammenfassung, wir haben also im Moment 11, fast 5 Millionen auf der Bank. Einnahmen, Ausgaben, Gehälter. Hier gab es die Gehaltsverpflichtungen immer. Also wir sehen, Topverdiener ist wahrscheinlich der Strobel. Ja, genau, Strobel 2,898 Millionen. Dann Berisha 2,5, Caligiuri 2,4, André Hahn auch eher mit 2,1 dabei. Hier sehen wir dann die nächsten Jahre. Also quasi haben wir Rex Becai hat einen Vertrag bis 25/26. Auch Dorsch hat so einen langen Vertrag. Auch Demirovic. Auch Maximilian Bauer. Okay, der verdient natürlich wenig. Wo ist denn unser Captain Huley? 1,3. FFP, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Achso, ja, das ist die. Hier steht es eigentlich, die FFP-Regularien bezüglich Gewinn und Verlust sehen vor, dass der Verein über einen Zeitraum von 36 Monaten maximal 5 Millionen Verlust generieren darf. Hatte ich noch nie. Schulden, Sponsoren, Prognose, auch hier sehen wir es. Also, wenn alles so weiterläuft wie jetzt, dann wären wir. Saisonende 24, 25 hätten wir 55 Millionen auf der Bank. Auch eher unwahrscheinlich. Das Leistungszentrum, interessant. Hier sehen wir also die zwei Spieler, die im Moment am ehesten den Sprung in die erste Mannschaft schaffen könnten. Das ist der Petkoff und der Daniel Klein. Keine Spieler benötigen im Moment die Aufmerksamkeit. Es gibt hier noch einige im Fokus. Leihspieler haben wir einige. Ah, Götze ist auch noch verliehen, okay. Ich spiele die U19, die Übersicht. Hier sehen wir den Kader. Mannschaft, die zweite Mannschaft. Jugendspielerkandidaten haben wir im Moment keine und die Mitarbeiter der beiden Mannschaften. So, das war es jetzt in diesem ersten Teil. Wie gesagt, rein der Überblick, was wir jetzt gemacht haben. Ich denke, im zweiten Teil werden wir dann uns um die Taktik kümmern. Ich hoffe, das war jetzt mal so ein bisschen ein Eindruck. Man muss generell dazu sagen, wie gesagt, der Football Manager ist ein sehr komplexes Spiel. Man kann aber fast alles an Assistenten übergeben. Das habe ich in vielen Bereichen auch immer gemacht. Es gibt ja bei mir auch so eine Serie bei den alten Versionen, dieses Sprint to Glory, wo ich also mich im Prinzip nur um den Transfer kümmere und den Rest simuliere. Man kann da also schon viel abgeben. Es gibt aber ein paar Sachen, die man trotzdem beachten sollte. Es ist kein Spiel, wo ich jetzt mal am Nachmittag eine halbe Saison durchzocke. Also ich bin die letzten Jahre, glaube ich, nie über 2, 3, vielleicht maximal 4 Jahre gekommen. Das war aber auch dann schon das Höchste. Das war ganz früher anders. Ich kann mich erinnern beim Championship Manager, also Meistertrainer 2001, 2002, das war meine erste Version. Da habe ich, glaube ich, 25 Jahre im Spiel gezockt. Also das habe ich danach nie mehr geschafft. Lag vielleicht aber auch daran, dass es natürlich einige Jährchen vergangen sind und man andere Verpflichtungen hat. Es gab früher immer eine Touch-Version, also den Football Manager 2021 Touch zum Beispiel. 22 gab es den nicht, aber 21 und einige Jahre davor gab es den immer. Das war so eine abgespeckte Version, wo das ganze Thema mit Interviews und Pressekonferenzen, wo das alles nicht war, wo man also schon schneller vorankam. Auch dazu gibt es irgendwelche Safe Games und Let's Plays bei mir auf dem Kanal. Ja, also wie gesagt, es ist komplex. Es soll dieses Jahr wieder eine Touch-Version kommen. Ich weiß nicht, ob es die jetzt schon gibt. Werden wir mal überprüfen. Und ich hoffe, das war jetzt mal ein erster Eindruck, den ihr gewonnen habt. Und ja,
Passt auf euch auf, der nächste Teil kommt bald. Servus und bye bye.